Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 2. Dezember schon. Wir wollen uns heute wieder dem Währungsmarkt zuwenden und hierbei speziell auf ein Währungspaar schauen, das wir zuletzt immer wieder mal im Fokus hatten und das auch zu gutem Grund, nämlich der Euro gegenüber dem britischen Pfund zeigt sich hier charttechnisch in einer interessanten Ausgangslage und wohlbemerkt noch immer in einer gewissen Lauerstellung bzw. Einbruchsstimmung, je nachdem wahrscheinlich, wie auch der Wochenabschlusshandel hier letztlich verlaufen wird. Grund genug eben jetzt hier mal drauf zu schauen. Sie kennen das große Bild und hier zwar im Monatsintervall dargestellt. Eine Kerze, ein Handelsmonat und Sie wissen, die Marke von 0,70 ist beim Euro gegenüber dem britischen Pfund historisch gesehen eine wichtige Marke. Und diese Marke ist es auch, wo er letztlich hier mit dem ersten Test vom März und dann nachfolgend hier über die Sommermonate genau an dieser Marke eben seinen Halt fand. Bollinger Bänder zeigen weiter nach unten, allerdings haben wir uns vom unteren Band gelöst und eben jetzt hier genau an dieser Unterstützung, Sie sehen die aktuelle Monatskerze nach dem Test hier vom November, eine gewisse Stabilisierung wieder zu erfahren. Und jetzt ist eben die kritische Frage: Gelingt es hier jetzt in Anführungszeichen endlich mal ein Reversal nach oben zu starten? Sie sehen definitiv hier auf Monatschartbasis, dass hier um 0,70 der Markt ja eine buchstäbliche Unterstützung manifestiert hat. Das Ganze wäre umso dramatischer, wenn das negativ aufgelöst wird. Also ein Monatsschlusspreis unter 0,6970, 0,6950 wäre hier per se de facto ganz klar ein Verkaufssignal mit Rückschlagspotenzial bis in den Bereich von 0,6550. Also hier dann gute 400 Pips, 450, 500, je nachdem, wie tief es natürlich dann geht. Aber auf jeden Fall das Potenzial nach unten durchaus vorhanden, wenn wir hier eben, oder besser gesagt, das Währungspaar viel mag mehr, die genau diese Marke aufgibt. Doch dazu kam es bisher nicht. Wir sehen eben eine Unterstützung. Morgen EZB dürfte hier unter Umständen Triebfeder sein. Hier jedoch die Analyse von zuletzt hier aus dem November. Da hatten wir auch diesen Widerstand schon manifestiert. 0,7050, 0,7055. Das ist eine ganz entscheidende Marke hier bei diesem Währungspaar. Und Sie sehen sehr schön, wie wir, vielmehr wie das Währungspaar zuletzt immer wieder scheiterte. Einst Unterstützung, jetzt dann hier am 16., am 24. und am 25. ein Widerstand. Und dann hier auch während des Wochenauftakts schon wieder. Und jetzt notieren wir hier unmittelbar davor. Sie sahen damals das Szenario eines Ausbruchs, sofern er denn kommt. Der kam nicht. Vielmehr hier der Szenario B im Sinne einer Seitwärtsrange unter 0,7050 oder 0,7055. Und genau da pendelt er im Prinzip jetzt immer noch rum. Aber genau dies ist das Niveau, was es hier zu beachten gilt. Denn grundsätzlich haben wir hier diesen steilen Keil seitwärts verlassen. Und wenn jetzt hier nicht Anschlusskäufe folgen, dann droht eben ein Ausverkauf. Doch die Ausbruchsambitionen, wie auch getitelt, sind da. Das heißt, hier haben wir auch den EMA 20, die rote Linie. Wenn wir hier rübergehen per Tagesschluss, insbesondere auch die Hochs hier vom 16., Quatsch, vom 24. und 25. November überwinden, die hier im Bereich 0,70, 79, 0,70, 80 liegen, dann ist sicherlich hier der Charme weiterer Preissteigerungen durchaus gegeben. Also hier, wenn wir rübergehen über 0,70, 50, 55 und dann eben 0,70, 80 durchbrechen, dann sieht es gut aus, dass das Währungspaar hier direkt nach oben rausziehen kann. Oder wir machen es mal ein bisschen komfortabler. Wenn es heute noch passiert, dann wäre es, wie gesagt, durchaus denkbar, dass das recht schnell geht. Andernfalls kann genau das eben morgen passieren. Und entgegen der vielleicht vielerorts erwarteten Entscheidung der EZB im Sinne weiterer Verwässerung des Euros etc. etc., könnte es hier vielleicht auch eine Überraschung geben, die den Euro dann temporär beflügeln mochte, wenn jetzt keine neuen Statements kommen, wie zusätzliche Aufkaufprogramme, zusätzliche Verwässerung und eine zusätzlich dominierende Abwertungshaltung des Euros eben vom Mr. Super Mario, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass wir hier eine technische Aufwärtsreaktion mal sehen. Und gerade technisch bezogen auf das Währungspaar ist ein Ausbruch über 0,50, 0,70, 55, 0,70, 50 eben durchaus bullisch zu sehen. Und wenn dies passiert, haben wir hier Potenzial, wie hier schon zu sehen, in Richtung 0,72, 10. Horizontal Widerstandsbereich, sehr schön definierbar, hier aufgrund der vergangenen Bewegungen. Und wenn es darüber gehen sollte, dann hätte man sogar Luft bis in den Bereich 0,73, 45. Das wäre dann auf jeden Fall der nächste Schub, wenn es denn dazu kommt. Wird allerdings weiter negativ auf den Euro eingeprügelt buchstäblich, dann muss man davon ausgehen, wenn wir hier insbesondere unter 0,70 nochmal per Tagesschluss rausgehen, dass dann sicherlich hier Plan B zieht und sozusagen neben neuen Mehrjahrestiefs dann auch eben hier eine deutliche Abwertung ihrer Fortsetzung findet. Der US-Dollar-Index ja auch in dem Maße sehr, sehr bullisch unterwegs.
liebäugelt ja hier mit der 100-Punkte-Marke. Letzte Woche per Wochenschlusspreis auch gebreakt. Das ist schon ein bullisches Zeichen. Also Euro-US-Dollar steht hier durchaus unter Druck, wenn morgen nicht das Reversal gelingt. Allerdings dann auch direkt im Nachgang noch die Non-Farm-Payrolls am Freitag. Das heißt, wir haben für die kommenden zwei Tage, Donnerstag und Freitag, mit hoher Volatilität beim Euro zu rechnen, Schrägstrich bei allen Währungspaaren. Und das dürfte natürlich hier die zuletzt etwas eingeschlafenen Preisbewegungen durchaus beflügeln. Beim Euro gegenüber dem britischen Pfund sehen Sie hier im Prinzip die möglichen Bewegungstendenzen. Wie gesagt, achten Sie auf das Level 0,70. 50, 0,70, 55, 0,70, 80 speziell. Und wenn es hier runtergeht, eben 0,70, wenn wir da durchgehen, dann hat das hier definitiv einen sehr, sehr bärischen Charakter, gerade auch per Wochenschlusspreis. Hier auf Stundenbasis wirkt das Bild nicht weniger bullisch. Hier die Situation von eben zuletzt, da hatten wir hier so eine Aufwärtstrendbewegung und hier eben den Lauf zur Widerstandszone, die wir jetzt einfach fortführen. Und wir sehen aktuell das Preis. Die Preisentwicklung kommt hier aktuell zurück. Wir sehen hier aktuell die Stundenkerze. Das heißt, wir haben hier das Asia-Range-High gebrochen, neues Tageshoch gemacht, aber Sie sehen ja, tja, von dem Tageshoch ging es jetzt erstmal wieder stark zurück. Wir sind aber oberhalb des Daily Pivot Points und hier in dieser Zone eben 0,7050, 0,7055, 0,7060, hier in dieser 10-Pip-Range dürfte sich jetzt das weitere Verhalten entscheiden, wenn der Euro gegenüber dem britischen Pfund hier ein Stück weit anziehen kann. Und dafür spricht leider nicht die Wochenstatistik, also hier nochmal ein Stück weit negativer Ausblick für das Währungspaar, denn der Mittwoch, der heutige Handelstag, ist statistisch gesehen der schwächste und hier Werte von 34% positive Schlusspreise sind hier deutlich negativ. Also alles, was unter 40 ist, ist wirklich negativ zu sehen. Über 60 hingegen durchaus bullisch. Und hier mit 34% ein ganz, ganz schwacher Tag für das Währungspaar. Insofern, wenn wir hier nicht rauskommen, dann lieber nochmal mit einem Seitwärtslauf zwischen 0,70 und 0,50 rechnen. Das mal aus Intraday-Gesichtspunkten auf jeden Fall eine interessante Feststellung. Und dann haben wir hier, wenn wir eben auch die Stundenbasis ein Stück weit auseinandernehmen, hier diesen Supportbereich knapp über 0,70. Das ist eine Zone, da muss das Währungspaar stoppen für den Fall, dass wir eben nach unten abdrehen. Neues Tageshoch könnte natürlich weiter beflügeln. Andernfalls, wenn wir hier nicht rauskommen, dann muss man damit rechnen, dass es hier mehr oder weniger einen 10-Seitwärtslauf gibt, der sich bis morgen dann durchaus fortsetzen könnte. Also heute Wochentag negativ, gerade hier am Widerstandslevel gescheitert. Sieht jetzt nicht wirklich so positiv aus. Aber abschließend dazu jetzt nochmal auf den Tageschart. Wenn wir hier eben noch ein Stück weit hin und her pendeln, unterhalb von 0,70, 55, 0,70, 50, kann das passieren. Muss man abwarten, ob sich das, wie gesagt, nicht bis morgen fortsetzt. Aber wenn der Ausbruch gelingt, und das haben Sie vielleicht jetzt auch schon gesehen, haben wir hier rein von saisonaler Sicht auch absoluten Rückenwind. Und das ist genau das, worauf ich auch jetzt hier verweisen will. Sie sehen hier diese Saisonalität. Gehen wir mal ein Stück rüber. So, nochmal den Chart geholt. Die Saisonalität des Währungspaares und das spricht klare Worte. Also, wenn wir hier ausbrechen, haben wir technischen Kaufsignal, saisonalen Kaufsignal und im Prinzip eine mögliche Bodenbildung, die sich hier nach oben jetzt auflösen könnte. Gerade auch auf Monatsbasis ganz, ganz stabiler Support 0,70. Also das Währungspaar ist hier in vielerlei Hinsicht interessant, obgleich morgen, Schrägstrich Freitag, natürlich ein Stück weit Münzwurfcharakter im Sinne der Reaktion auf die News. Aber charttechnisch lässt sich das hier zumindest mal gut einfangen. Noch ist es nicht passiert, der klare Ausbruch. Da müssen wir, wie gesagt, deutlich über 0,70, 50, 0,70, 55, Schrägstrich über die Hochs hier vom November raus. Aber wenn es dazu kommt, dann wäre hier durchaus der Startschuss gegeben, der eben auch saisonal untermalt ist. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen fürs heute. Devisenradar hier an dieser Stelle. Moment allerdings, denn heute Nachmittag haben wir natürlich das Webinar zur Sendung, wo wir gerade im Vorfeld der morgigen Events, Schrägstrich des Events vom Freitag Non-Farms, hier auf die Währungspaare nochmal speziell eingehen werden und vielleicht auch den ein oder anderen Swing Trade ins Auge mal fassen, der hier für die nächsten Tage, Schrägstrich Wochen interessant werden könnte. Also seien Sie dabei, kostenlose Anmeldung möglich über die JFD-Site, Schrägstrich auch hier über Godmode Trader. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.